Etwas. Sehr schön. Und jetzt machen wir es nämlich gerade so. Oh, ungesund. Gokki. Was echt? Nein, das Gokki-Sirup. Ah. Hast du Sorgen gemacht? Und da komme ich wieder Schimpfis rüber, weil das ist nicht meins. Weggesoffen. Ja. Beim Gokki ist es nicht das gleiche wie beim Wein. Der Wein lässt sie ja stehen. Nein, ja, nur wenn er schlecht ist. Okay. So schon so auch nicht. Sehr geil. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt ganz schön da. Komm rein. Komm's rein. Ja, schnell, dann muss ich schnell noch da noch Edit. Wie wir Holländer sagen. Ja. Mit ohne, jetzt. Komm rein. Wer kommt? Kommt weiß jemand? Ich nicht, jetzt safe ich mal da den Link. Ja, da kann vielleicht jemand, vielleicht kommt jemand. Ja. Probieren wir das einfach mal aus. Yes. Selbstverständlich, aber nur das, weil da muss ich immer so gerbseln. Musst du wegkörbseln ab so fest kohlensäurehaltige Getränke? Ja, wer nicht, oder? Nein, es gibt keine Sättig, die müssen das nicht so. Ehrlich? Das ist wie mit dem Spargel. Nein, ich habe also meinen Reflux, weiß auch nicht, der geht nicht so viel durch. Aha. Oder es kommt, ja, keine Ahnung. Da bist du kein Sauludi. Saufludi. Saufludi, sorry. Mhm. Ja, sag's doch schön. Wir haben ein dickes Programm, wie immer. Okay. Gell? Ja. Also ja. Wenn man es wüsste, gell, das Programm. Aber was wir wissen ist, dass sicher Christine wieder etwas geschickt hat. Die ist ja zuverlässig. Die ist sehr zuverlässig, ist schließlich auch eine Frau. Oh fuck, so steigen wir ein. Ja, so steigen wir ein. Findest du nicht? Also, was finde ich nicht? Gibt es eine Studie, die anschaut, ob Zuverlässigkeit eher weibliche Attribute oder männliche Attribute sind? Ah, oh, weiss ich jetzt nicht, nein. Wäre noch spannend. Ja. Könnten wir mal testen. Nochmal eine Forschung auffräsen. Ja, du, also ich weiss nicht, sollen wir sie gerade einspielen oder... Oder meinst du gerade am Anfang? Gerade steil. Ja, wir brauchen ja, du hast ja gesagt, du hättest gerne einen roten Faden durch die ganze Sendung. Da würde ich jetzt mal die Hökelnadel quasi ansetzen. Oder ich weiss nicht. Hast, ja, wieso hast du gerade noch Themen? Jetzt auf der Plattform, wo wir da sind. Wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung. Also, wie meinst du das? Ich sehe irgendeine so ein Sendli oben links. Ja, StreamYard heisst das. StreamYard. Ja. Wo streamen wir das überall? Ja, jetzt mal nur Facebook. Hast Glück. Aha. Hast Glück. Mhm. Ja? Mhm. Und deswegen ist die Frage, ja, wieso hast du Themen? Was ist so most alive, Paddy, gerade bei dir? Ja, eben, ich habe es vorher schnell angetönt. Also, ich meine, es ist, wir sind beides keine Fußballfans, aber der Diego Armando Maradona ist gestorben. Nein. Schon, ja, und das ist irgendwie noch crazy, weil es dann gleich, obwohl eben dass so eine typische Erscheinung ist dann bei einer Fußball-WM oder so, ja. Wo wir dann vielleicht auch mal hineinschauen. Und darum ist er eben doch präsent und gleich irgendwie. Ja, aber diese Woche sind irgendwie sterbend oder eh ein paar weg. Eben, ich wollte gerade sagen, gell? Ich meine Maradona in Ehren, aber Karl Dall. Karl Dall? The Man. Weg. The Man. Weg. Gut, ein bisschen älter. Aha. Ja, aber der Maradona war jetzt auch nicht 25 gewesen. Der hat ein gutes Leben geführt. Nein, aber 60. 60 ist kein Alter. Oder? Obla. 60 ist heute das Alter, ein neue 40. Ja. Irgendwie. Ja, ungünstig, also, okay, ich sehe es. Ja, darum, da habe ich gesagt, eben macht es vielleicht Sinn, dass wir am Anfang mit einem schwarzen Screen ein bisschen eingestiegen sind, aber wir sind ja keine Depro-Sendung. Von dem her haben wir es schnell müssen sagen. Aber jetzt wenden wir uns den fröhlicheren Sachen. Fröhliche Sachen, ja. Aber ich finde es eigentlich noch so rein kontextualisiert, finde ich das noch gut. Oder? Das ist die Woche vom Black Friday und dann stirbt man. Könnte man jetzt auch blöder machen. Finde ich jetzt noch stylisch. Ja, vielleicht kann man die, die das erfunden haben, zur Verantwortung ziehen. Sehr schön. Mal schauen. Genau, wenn all so Depressionen, weil sie irgendwie wissen, am Freitag müssen sie die Kohle haben, die sie dann rausrühren, oder? Und wenn sie die nicht haben, dann gehen sie. Singles Day, ich weiß gar nicht, ob wir das thematisiert haben. Ich bin irgendwie noch erstaunt gewesen. 582'000 Bestellungen pro Minute
hatten unsere asiatischen Freunde am Singles Day. Aha. Und ich bin jetzt natürlich schon gespannt am Black Friday, wie nahe wir dort hinkommen. Sie haben, glaube ich, 52 Milliarden Umsatz gemacht an einem Tag. Also der Alibaba? Mhm. Alibaba, Alibaba, Alibaba. Ja, da kann man sich schnell ein bisschen auf der Zunge zergehen, oder? 52 Milliarden an einem Tag und 582'000 Bestellungen pro Minute. Ich weiss gar nicht, wo unsere Serverfarmen. Da ist die Schweiz ja klein für die Serverfarmen, die es da braucht. Ja. Da kommen wir ja gerade wieder zurück. Weißt du noch, wo wir das Thema CO2-Ausstoß von den Flügern noch haben in der Corona-Zeit, aber jetzt wahrscheinlich in diesem Singles Day. Singles Day haben wir schnell mal die Sommerferien angeholt, CO2-mäßig. Ja. Das war praktisch so ein grosser Dino-Abdruck gewesen. Genau. Und irgendwie die Weltmeere sind gerade um ein Grad wärmer geworden. Instantly. Kühlung von den Serverfarmen. Ja, das ist es. Aber nicht lustig, gell? Nicht lustig, stimmt. Nein, nicht lustig. Und wir haben den Mond mal wieder gesehen, weil das Ozonloch auf die Seite oder so. Obwohl, das schrumpft ja scheinbar, gell? Nein, weiß ich nicht. Mhm. Aber im Moment übrigens auch Sternenschnuppenzeit. Oh, wieder mal. Sehr schön. Mhm. Ja, auf die Weihnacht her, logisch. Da die Himmel im Moment immer recht offen sind am Abend. Die Himmel. Schöner Satz. Da die Himmel am Abend immer offen sind. Ja. Sehr. Ja. Ja. Ist ja geil. Also noch schön zu beobachten. Mhm. Die, wie heisst es denn? Sie heißen immer nicht Sternschnuppen, sondern. Nicht? Leonide. Du bist wieder im Allgemeinwissen-Ding. Ich müsste schon 7 Leute machen. Also ich müsste jetzt, seit du eigentlich Sachen sagst, müsste ich schon 7-mal anrufen, den Telefon-Joker. Gibt es die Sendung noch? Ist die noch da? Oder ist die so quasi wie Tutti Frutti? Draussen, ist das erledigt? Gibt es immer noch, glaube ich. Wer wird Millionär, oder? Heißt das? Ja. Ja gut, aber das ist Fernsehen. Du, aber Linear-Fernsehen, genau. Genau. Lass mal schon. Man ist jetzt nicht ganz sicher gewesen, ob es jetzt echt wirklich echt, weißt du, ein elegantes Fürzli war. Oder ein Flash. Also gut, cheers. Quöli. Cheers, Quöli. Wie immer. Hey, original heute. Hey, Brother. Beer, Bro. Mhm. Ja, was sagt denn Christina? Haben wir eine gute Sie heisst immer noch Christine, Kollege. Sie hätte das nicht gern, wenn du hinter einer Christine ansagst. In der DR hat man noch nicht so italienisch klingende Wörter gehabt. Das ist Christine. Mhm. Aber hast du gesehen, ich habe es geändert dann. Ja, genau. Also für alle, der Paddy hat es falsch geschrieben. Ich habe mal eins an Latz bekommen und wäre fast so gewesen im Sinne von jetzt sind wir quitt, hat sie gesagt. Und sind wir dann eben nicht gewesen. Christine hat aber gutes Feedback gegeben. Hat sie gutes Feedback gegeben? Weiß ich nicht. Auf was jetzt? Auf die letzte Beantwortung von der Frage. Und was ist die neue Frage? Ich glaube, zufrieden gewesen. Zufrieden gewesen? Ja, ist sie zufrieden gewesen. Bin ich eben glücklich, dass sie zufrieden ist. Hoche Schiss, weißt du, dass sie reinschiesst. Ja, ist dann die Frage noch in dem Zufriedenheitslevel, was wir dort überhaupt erreichen wollen bei Beantwortung von der Frage. Ja. Oder? Auf jeden Fall. Wir haben auch Ansprüche, wir. Ja, aber sie... Da muss man einfach mal sagen. Muss man sagen. Kann nicht sein, dass wir immer mit hinten anstehen. Ja, das üben wir jetzt mit ihr, oder? Nicht? Nur wenn wir 6'000 Jahre der Macht sind. Ja, genau, ja, 6'500. 6'500. Genau. Ich auch nicht dafür, habe ich nicht geglaubt, 6'500 Jahre. Nein. Ich auch nicht dafür. Ja, so schön. Weißt du, wir haben sonst keinen roten Faden, glaube ich. Ja, haben wir nie. Haben wir nie, oder? Also. Ja. Oh. Nein. Belegt. Und zwar mit dem Thema Kinderbücher für Erwachsene. Sehr, sehr spannend. Vor allem das Thema Einhörnchen.
Würde mich interessieren, würde ich kaufen, würde ich verschenken. Und Kinderbuch für Erwachsene finde ich eh mega spannend. Von daher, go for it. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr da was auf den Markt bringt, was die Welt anscheinend braucht. Wieso kommt sie da drauf, dass die Welt das braucht? Das ist ein Prototyp, oder? Ja, ist ein Prototyp, aber scheinbar ist sie schon ein bisschen Fan. Also, ja, gell. Sie suggeriert das. Das ist eben super. Ja. Also die Welt will das. Also in den Umfragen, die wir gemacht haben und so. Das ist der Wahnsinn. Break-even ist auch bei Mix. Und das haben wir schon, das haben wir schon platziert. Genau. Ja, verrückt. Ja, da faden wir sie wieder rein. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage an euch beide. Und zwar, ich glaube, jetzt sind es noch gefühlte 4 Wochen, wahrscheinlich ist es viel, viel weniger. So, haltet euch fest, Weihnachten. Und ich möchte heute mal wieder eine Frage stellen, die den Frauen da draußen gerade unter den Nägeln brennt und wirklich Hilfestellung von euch mir wünsche. Nämlich, wie komme ich zu einem guten, zu einem richtigen, zu einem passenden, zu einem Wow-Weihnachtsgeschenk für einen Mann? Ob das jetzt der eigene ist, der Vater, der Sohn, whatever. Da wünsche ich mir wirklich Input, weil da bin ich doch jedes Jahr ziemlich lost. Zumal man sich ja alles selber kaufen kann und auch selber kaufen soll, dann wenn es dran ist. Da brauche ich wirklich eure Hilfe. Und ich glaube, dass das die Hörerinnenzahlen schnell nach oben treiben könnte, weil das viele Frauen beschäftigt. Und, Punkt, 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 es gilt nicht. Das hören wir jetzt nicht. Oh, blöd. Ja, wir schenken nichts. Genau, nein, das haben wir abgeschafft. Das haben wir abgeschafft, okay. Also nochmal, nochmal ein bisschen Retour, nochmal. Die Hörerinnenzahlen schnell nach oben treiben könnte, weil das viele Frauen beschäftigt. Und, Punkt, 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 es gilt nicht zu sagen, wir schenken uns nichts. Weil das kommt für ganz viele Frauen, inklusive mir, überhaupt nicht in Frage, weil ich möchte gern was aussuchen. Ich möchte gern was verpacken. Ich möchte gerne Vorfreude haben. Und ich möchte glitzernde Augen beim Verschenken sehen. Also, was immer euch einfällt, ich freue mich sehr auf eure Antworten und werde sie natürlich dann auch entsprechend teilen, auf dass es dieses Jahr mehr bessere, wunderbare, glitzernde, tolle Feenstaub und so weiter und so weiter und so weiter Weihnachtsgeschenke für Männer gibt. Wieder Güchs. Ja, adieu. Wieder Güchs. Gut. Ja, ich finde, sie erhebt da schon leichten Druck. Oder? Also man muss einerseits gute Ideen haben als der Mann, der beschenkt wird. Und am Schluss muss man auch noch Glanz in die Augen haben. Das auch noch. Ja, der Druck ist hoch. Ich finde eben, bringt mich gerade zu einem Punkt, weil Weihnachten oder das beschenkt werden, das ist eben gar nicht so meins. Ganz ehrlich. Sehr schön, eben ja. Genau, das hat sie schon genau geschmeckt. Dem habe ich eben noch meinen Respekt. Wie schauen mich denn die Leute an, wenn ich dann dort, weißt du, das letzte Blättchen, wo das verdeckt, wo ich dann geschenkt bekomme, auftune, schauen mich all gespannt an und dann braucht es eben die glänzenden Augen. Auf Kommando quasi. Ja. Das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Nicht. Schwer. Ich probiere es auch nichts. Aber es ist noch interessant, ich weiß gar nicht, woher es kommt. Also es ist glaube nicht so, dass ich so viel Scheissdreck bekommen habe in meinem Leben, wo ich jedes Mal an meine Freude spiele. Eigentlich gar nicht. Es ist ja jedes Mal... Eigentlich noch cool gewesen. Ich glaube. Aber es ist so ein Massendruck, oder? Es ist so ein jetzt musst du dich freuen Druck. Und ich weiß nicht, wie haben die das früher gemacht? Bei uns war es schon ein bisschen so, mag mich erinnern, dass einer um den anderen hätte müssen dürfen, weil man das so richtig hätte wollen zelebrieren. Also, weißt, nicht alle gleichzeitig alle auf den Baum gestürmt. Ja, genau. Ja, und genau. Und dann war die Erwartungshaltung ja gross gewesen, weil alle haben gewartet, bis die euch gleich kommen. Brutal. Ja. Oder? Ja. Und bei mir ist halt eh noch so ein schwieriger Fall, weil bei mir Geburtstag und Weihnacht wie zusammenfällt. Ah ja, ungünstig. Und das ist,
haben wir heute eben auch diskutiert. Das war irgendwie gar nie richtig leise gewesen. Weil nie so richtig gewusst, also weißt, man hat dann auch so künstlich aufteilt quasi. Weihnacht und Geburtstag. Oh, ehrlich? Ja, wir legen das jetzt bei Moritz legen wir das schon zusammen. Wir konsolidieren, damit er sich grösseres Zeug kann kaufen kann. Er hat am 27. oder bist du später? Nein, am 9. 9. Und sogar dann legen wir es schon fast zusammen. Auf den gleichen Tag? Ja, quasi. Aber er dürfte dann erst an der Weihnacht auspacken oder nein. Er dürfte schon... Ja, nein, er wünscht sich eben jetzt immer so Sachen, die eigentlich so gross sind, dass es eigentlich dann noch irgendwie eine kleinere Sache am Geburtstag gibt und dann am... Nicht? Da sind ich natürlich schon sehr modern unterwegs. Oh. Ich mag mich wirklich noch erinnern. Schon wieder modern. Dass es so von Gotti Götti dazumal auch immer geheissen hat, ja, es gibt dafür ein grosses. Und so im Vergleich mit meinen Freunden ist es dann gar nicht so wahnsinnig so viel grösser gewesen. Nicht, hä? Es war nicht das grosse Playmobil-Schloss gewesen, sondern halt das Schloss, wo alle anderen auch. Genau. Ja. Liebe Göttis und Gotter, der übrigens ein Scheissdreck gewesen. Wir wollen, hey, apropos so bescheissen, das finde ich geil, das machen sie ja mit dann. Also man lässt ja scheinbar Kinder gewinnen, ich auch nie. Ich nicht. Erst wenn es brüllen, ist gut. Genau. Aber weißt du, so Sachen, wo man stehen lässt oder wo einfach cool ist, weil die Kids einfach so drin sind, oder? Dass man das dann irgendwie wie lässt. Und meine Oma... hat immer nach dem Skifahren oder mit der roten Bäckli und bist schon mega nudelfertig und so, hat es immer Tee gegeben mit Schnaps. Und das ist der Bäckli. Einfach grundsätzlich, ja. Und immer ein Sprutz-Schnaps drin, oder? Und das war ja das Größte irgendwie, weil irgendwie, ich habe immer schon gewusst, dass der wärmt dann so und das Geilste, oder? Also 10 Jahre geglaubt. Oder? Ich glaube das heute noch, wieso stimmt das nicht? Oder? Sicher nicht, Wasser hat sie drin da. Das hat sie mir nachher irgendwie mit 25 das erste Mal gesagt, dass sie dort mit dem Sprutz Schnaps bei mir überhaupt nicht, sondern Wasser ist das gewesen. Jetzt habe ich eben gemerkt, du willst mir sagen, dass der Schnaps nicht wärmt. Nein, sondern dass sie einfach für quasi für die Freude von mir immer auch wirklich auch schön eingefüllt in ein Stamperl, gell? Und nur in dem anderen war immer schon Wasser. Stamperlitzki, gell? Stamperlitzki sagt man im Osten zu den kleinen Schnaps. Ah. Nicht? Ja, weiss ich nicht. Ich bin so weit im Osten. Stamperl ist lustig in dem Fall. Das Stamperl ist was? Glas? Ein kleines Gläschen, ja. Ah. Quasi der Shot auf so Disco 90er. Genau. Ja, jetzt sind wir beschissen. Und Günola hat sie mir eben auch, bei Menschen ärgere ich nicht und so. Ja. Aber es wäre für mich viel schlimmer gewesen, wenn ich jetzt mir bewusst wurde, dass ich all die Schnaps, die ich haben müssen trinken, die mich gewärmt haben, eigentlich gar nicht gewärmt hätten. Schon wieder so ein, wenn das ein reiner Placebo gewesen wäre, dann hätte ich ja vergeben, so viel Schnaps trinken können. Ja, eben, gell. Bin froh, ist das nicht so. Ja, gell. Gibt es doch noch etwas echtes in dieser Truman Show? Ja, aber kommen wir eben auch noch, apropos Stampel, kommen wir eben noch in den Sinn, haben wir einen good old friend gehabt, der mal mit uns zusammen geschafft hat, der Juraj. Was? Vielleicht hört er uns zu. Der Juraj? Seht ihr uns? Der Juraj? Aus der Slowakei. Ah. Sind wir besuchen. Also wer mit uns zusammen geschafft hat, ich bin dort nicht dabei gewesen. Nein, du bist nicht dabei gewesen. Dobre. Nein, da zumal noch als Rowdy. Als Rowdy, der Juraj. Aus der Slowakei. Mhm. Ah, sehr schön. Ja, habe ich auch einen Schwenk. Und ihn haben wir dann mal besucht oder besuchen dürfen, bei seinen Eltern zuhause. Und dort hat es dann, die haben dann wirklich mit der grossen Kelle die Stamperls gefüllt. und zwar permanent. Und die Eltern haben mega Freude gehabt. Und das, ja, mag jetzt für viele draußen nicht Neues sein, aber... ja, es sind dann mehr so 2-Dezigläser gewesen, die es dann permanent irgendwie gefüllt haben, zum Essen, vor dem Essen, nach dem Essen. Und dann irgendwann noch, jetzt nehmen wir noch einen Schnaps. Ja. Bevor er dann die Hausi gemacht haben. Also wie alt sind die gewesen? Stamperlitzki, noch nicht so alt im Fall. Aber jetzt nicht 15.
Nein, nein, vor vielleicht 10 Jahren. So. Also. Mhm. Ja. Ja, Slowakei ist eben auch lustig, weil ich musste noch ein paar Dokumente unterschreiben für meine slowakische Firma, die ich ja noch aus meinem alten Leben habe. Und, Bratislava. Bratislava, genau. Und da hat mir Mirko hat mir geschrieben, du, da hat es Dokumente, die darfst aber nur bei der slowakischen Botschaft. Und, ja, genau. So, wo ist denn die so circa? Ja, in Zürich Konsulat oder so? Nein, nicht Bern. Nein, nicht Bern, ja. Muri bei Bern. Ah, da fahren wir doch raus, oder? Genau, da fährt man dann 5 Stunden Zug für eine halbe Stunde. Aber es ist doch noch, ich habe gemeint, für 10 Minuten schnell unterschreiben. Aber nein, nein. Es ist doch dann eine halbe Stunde gegangen, das Lochen und dann da die Bänder durchmachen mit einem Siegel hinten und so. Ja, schön. Und nein, grandios, wo die, wo die Botschaften so sind, in was für Gebäude. Mir hat das Lochen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr. Ja. Ja, voll geil. Recht leise gefunden dort. Da gibt es ja eine Bar, die ist so nachgebaut wie zu der Prohibition, oder? Heisst das nicht? Mhm. Ja. Da kommst du wirklich so rein und läufst Steigen rauf. Nein, Steigen rauf. Und dann ist eine Wand, die wie ein Bücherding aussieht. Und dann musst du wirklich... Musst du aufklappen. Ja, aufklappen. Dann gehst du dort hinten. Das war sehr geil gewesen. Sehr nice. Ja, eben, also wenn wir jetzt mal da ein bisschen Ideen raushauen, was da jetzt die Männer sollen... was haben wir denn da so im... Ja. Im Angebot. Wenn wir so eine Rangliste machen? Ja, könnten wir, oder? Was denn? 11. Ja. Ich finde, das ist die Zahl von der Woche. Ja, spontan fällt mir 11 ein. Was ist eigentlich, muss man noch schnell sagen, ja. Der liebe Florian, der da neben mir ist, der ziehe ich auf Solothurn. Jawohl. Und dort, die Stadtzahl ist eigentlich 11, weil es 11 Brünen hat und aber auch sonst noch 11 Brünen, 11 Altäre, 33 Stege, also 3x11 und Uhren, die nur bis 11 gehen und. Also die magische Zahl 11 kann man googlen. Und du hast ja diese Woche aufgerufen auf einem Kanal und gesagt, wer was in Verbindung bringt mit 11. Ja. Was ist so die überraschendste Antwort gewesen, weißt du das nicht? Was mein Sinn kommt, ist irgendwie, einer hat gesagt, mir kommt nichts in den Sinn und nachher ist mein Sinn gekommen, dass er am 11.09. Aufgehört hat rauchen. Ah, da kommt eigentlich noch 9-11 in den Sinn, hä? Okay. Ich habe nicht gewusst, wie ich diesen Bogen selbst sparen. Ja, ich auch nicht, aber es kommt mir einfach in den Sinn, dann sagt man es, weißt du, und dann nachher, weißt du, so authentisch ist ja wichtig. Das war das eine. Das andere war. lustig habe ich auch gefunden, dass einer geschrieben hat, quasi, ich habe gesagt, ja, was gibt es denn noch, außer jetzt Fasnacht und Fußball? Und er hat geschrieben, hey, es gibt im Fall noch, weißt du, Fasnacht und Fußball? Und Fußball. Ja, das habe ich noch gut gefunden. Das ist der Taxifahrer übrigens von Solothurn. Ich freue mich recht schon, dass ich eigentlich quasi einen Taxifahrer für mein neues Mobilitätskonzept, eigentlich den habe ich jetzt schon im Netzwerk. In Solothurn. Ja, den habe ich schon. In Solothurn gibt es ein neues Mobilitätskonzept jetzt. Ja, genau. Aber Ein Elektroauto mit 11 Rädchen. Sehr schön, ein Tausendfüßler quasi. Ja, also genau, also falls jemand noch möchte meinen Tesla kaufen, wäre das jetzt wirklich der Moment, günstig und gut, 47'500, wirklich fast brandneu, noch unter 100'000 Kilometer und wirklich braucht wirklich keinen Sprit. Ja. Nein, ist nicht gelogen. Ja, weiss man ja nie, ob die Leute dann finden, ja nein, aber was ist das für eine Anzeige? Da steht da gar nicht Benziner. Nein, ist eben, weil ist Elektro. Muss man erklären. Aber hast du eigentlich, brauchst für das einen anderen Stecker? Oder kannst du das normal 230 Volt? Ja, dann lädt er einfach nur 5 km pro Stunde, da kommst du nicht weit. Nein, brauchst du den roten. Der rote ist gut. Der rote, weißt du, der Kühlschrank, Waschmaschinen-Ding oder Gastro. Der? C. Ja, das kommt nicht raus. So. Ja, einfach der rote. 17,32. Und mit dem lädt er 50 km pro Stunde. Das ist ja schon geil. In 2 Stunden hast du schon 100 und mehr als 100 km fahrst du meistens eh nicht. Ich finde die Währung noch geil neu. Ja? Er lädt 50 km pro Stunde. Finde ich geile Währung. Schon, gell? Anstatt irgendwie 120 Liter in 10 Minuten. Ja, der Ampere-Käferli oder was dann immer rauskommt. Ja, gell.
Ampere-Käferli. Die kommen Kilometer, oder? Kilometer. Die kommen durch die Leitung durch. Und dann gehen sie ins Auto rein. So meine ja, so ja, das ist geil. Ja, also die 11. Eben die 11. Aber jetzt eben, weißt du, wegen dem 11. Das war ja dann so geil gewesen, weil nachher habe ich ja, also ich bin ja um 11.42 geboren, das ist schon mal lustig, 11. Und nachher mein Geburtsdatum ist dann, wenn du es zusammenrechnest, ist 39. Nein. Also, 38. Du weißt, ja, nein, 38. Zumme, muss ich wissen. 38 ist es. Ja. Was gibt 3 plus 8? Hm? 11. Genau. Und das ist noch krass, oder? Quersumme. Also zuerst zählst du dein Geburtsdatum zusammen. Also bei mir 25.06.1978, oder? Dann alle Zahlen rechnest du zusammen, kommst du auf 38 und dann rechnest du nochmal zusammen, bist bei 11. Dann habe ich gefunden, ja, das ist ja noch lustig. Und nachher habe ich irgendwie den Nikirs Datum genommen. Auch 11. Krass, oder? Das ist krass. Voll krass. Zeigt alles auf Solothurn. Vielleicht sind alle Geburtsdaten immer 11. Nein, jetzt dürfen wir gar nicht weiterreden, sonst nehme ich dir ja die Freude. Ja, also das, die lade ich mir gar nicht noch. Und vorher fahre ich auf den Mugello und hole dich da zur Hütte aus. Ich würde jetzt eben nachher von deinem Haus der Umkreis in 11 Kilometer, müsstest du noch schauen, was dort ist. Ah. Ich glaube, dort finden. Was ist dort finden? Dort lässt sich was finden. Irgendetwas ist dort in dem, auf der Haarlinie, wo du dann zeichnest quasi. Haarlinie? Dort ist irgendetwas. Ja gut, ja, mache ich. Das ist lustig. So Zeug ist wirklich lustig. Aha. Gut. Wir kommen zu unseren 11. Was hat sie, wenn sie jetzt so viel Wörter braucht? Nein, sie hat einfach... Sie hat ein Männergeschenk, das glänzige Augen auslösen. Voilà. Christine fragt. Also eben, das hat sie ja gefragt. Das ist auch das erste Mal, dass man den Trailer nach der Frage springt. Ja, das ist jetzt irgendwie, gell? Ich denke gerade, was ist denn da los? Ja, also. Erster Platz, was mir spontan in den Sinn kommt. Nein, wir fangen nicht beim ersten Platz an. Wir fangen beim 5,5. Platz an. Nein, beim 11. Nein, beim 5,5. Egal. Also, einfach also etwas. Ja, nein, beim 11. los. Ist ja wurscht. Ist jetzt nicht Platz 11. Einfach, wir haben am Schluss haben wir 11. Ah, ohne Wertung. Ja. Kommt die Frau? Will sie mithören? Ja, irgendwie. Will sie etwas sagen? Willst du etwas sagen? Ah. Ja, so wäre sie schon immer. So, ja. Tschüssi. Ja, die Frisur. Die neue Nachtfrisur, oder was? Hat die Nachtmaske? Nein, sie hat die Käppli-Stellung von ihrem Hütli, hat sie mir wollen zeigen, schnell. Weil ich mache immer ein bisschen so, ja, so ein bisschen mit Gümmeln. Ja, genau. Und sie hasst das. Ah, jetzt nicht gern, hä? Jetzt macht sie noch den Baseball, den wie früher. Sie hat immer so, hey Mann, aber mit 44, gell, Kollege. Hey Bro, 44, weißt du? Nimm so. Ja, oben. Ja, verstehe ich. Und, also, das Erste, was ich in den Korb werfe, also unter den Baum werfe, ist etwas mit Bartpflege oder Rasur. Also eigentlich sicher, knapp eigentlich am Axteo vorbei. Aber, und zwar, da gibt es im Fall geiles Zeug. Erstens gibt's da, ich habe ihn eben nicht mehr gefunden, leider. Sorry, gell, liebe Leute. Aber ich habe ihn irgendwann mal im Feed gehabt und der rasiert nass. Aber so, dass irgendwie die Hörli sich nicht entzündet. Also da gibt es auch jetzt Innovation in diesem Bereich. Insofern, liebe Frauen, informiert euch doch mal, was so quasi in der Bartrasurwelt möglich ist. Ja, die geilsten Öl, die geilsten irgendwie Trimmer ja, und oder Nassrasierer. Voll geil. Ich habe im Fall immer noch, komme gerade in den Sinn von meinem 40. Geburtstag, da habe ich noch einen Gucci von so einem, wie sagt man denen? So einem Barbershop aus dem Niederdorf. Ja. Wo ich immer noch in meinem Portemonnaie habe, noch nie eingelöst habe. Das ist jetzt doch schon ein Moment her. Siehst du jetzt? Wahrscheinlich, ja. Und was ich auch im Feed hatte, ist eben so ein, der ist sicher gesehen, so ein Rasierer, aber ein Nassrasierer, mit einem, der hat so einen riesen
Griff. Ja. Und so Muster drauf. So Zeichnungen. Und der ist irgendwie von «Frag mich». Aber ich habe ihn so geil gefunden, dass ich ihn bestellt habe. Ah, ehrlich? Siehst du jetzt? Kann man die schon nicht mehr schenken? Nein. Ja, eben. Weil das Ding ist ja, wenn man sich alles selber kaufen kann, das ist ja eigentlich das Problem in unserer Gesellschaft gerade, oder? Dass eigentlich jeder kann sich ja eigentlich jedes Schisselzeug selber kaufen. Und jetzt ist wieder die Frage die Übersetzung von dieser Freude, oder? Ist eigentlich das Problem. Ist ein bisschen das Problem, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass es eben Sachen gibt, die mich anschiessen, zum selber kaufen. Aha. Obwohl ich es könnte, aber ich mache es nicht. Ja, zum Beispiel? Weil ich, keine Ahnung, zu geizig bin oder weil ich am Schluss dann den Neid wirklich gleich nicht gesehen vollends. Oder, und da gibt es wirklich ein paar Sachen. Ja. Also ich kann sonst gerade zu meinem Nummer 10 überschwenken, wo ich wieder unter den Baum rühren. Und das ist zum Beispiel ein Galida-Pigi. Ja, ein sicherer Wert. Und ein wirklich, da habe ich, ja, wirklich, da habe ich auch immer Freude. Jetzt ist die Frage, weißt du, ob jetzt, also ja gut, komme ich darauf an, ob du dann nachher so die Fahne bekommst oder doch ein bisschen sexy oder was die Message ist. Ja, es braucht aber gar keine. Man muss auch sagen, vor... Ja, mal, die ist ja implizit drin, sorry. Vor 8-9 Jahren hättest du vielleicht noch nicht so Freude gehabt. Also es braucht vielleicht auch eine gewisse Reife von uns Männern, dass man sich gerne ein bisschen Lottel schenken kann. Ja, Ü40, also liebe Frauen da draussen, ab Ü40 geht Galida Pigi tipptopp. Genau. Und was ich aber auch muss sagen, darum habe ich jetzt das gesagt, oder vorher nicht gesagt, wegen dem selber kaufen. Also irgend so einen Hahn dem Scheiß. und wenn er noch leer ist, ist einfach nicht das, was ich dann will, sondern es muss Galida draufstehen. Ja, sicher. Weil, wo Galida draufsteht, ist auch Galida drin. Aber sowas von. Ja, support your local Baumwolle. Zum Beispiel. Ja, und du merkst einfach den Unterschied. Ja, also das ist ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall produziert er die auch in China, Galida. Ja, immer schwierig zu sagen. Aber ich kenne, nein, die arbeitet nicht mehr dort. Ich habe mal mit einer zusammen geschafft, wo nachher eine Marketingleiterin wurde, ist von Galida. Hätte ich mal fragen. Ja. Also. Wären wir beim Nummer 10? Genau, beim nächsten wären wir, warte mal schnell, beim 10, 9, oder? Genau, sehr gut, weil da der Moritz noch im Bett ist. Würde er den Wunsch formulieren? Findet er den Wunsch sicher gerade recht geil. Genau, siehst du. So schnell war er noch nie im Bett, weil er wollte nie noch immer drauf sein. Das ist der Trick. Das finde ich nicht leis. Also, genau, das nächste Geschenk ist irgendetwas ohne Kinder. Nur zu zweit. Und dann bin ich ein bisschen abgedriftet, irgendwie, glaube ich. Also so im Sinn von, weißt du, so ein Iglodorf, so etwas Romantisches. Und dann... Ja, beim Iglo, ja. Ich lasse dich ausreden. Ja. Aha, nicht. Ja, ist ja Wurst. Beim Iglo bin ich eben ein bisschen skeptisch, weil das ist so es gibt doch die geilen Gutscheine, wo du 1000 verschiedene Events kannst, einen von 1000 verschiedenen Events kannst auswählen. Ja. Ich weiss nicht, wie die heissen, da die Gutscheine-Boxen da. Ja, Scheissdreck, ja, genau. Dort ist immer das Iglo. Aha, deswegen. Ja, ich weiss nicht, ich habe gefunden, ein bisschen etwas, weißt, für so die breite Masse von unseren Zuhörern, dass die einfach auch mal etwas bekommen, nicht immer so nischige Scheissel, weißt, wo nachher sagen, ja, wo ist jetzt das, kommt auch nicht raus, oder? Mal ein bisschen Mainstreaming. Iglo-Dorf. Aber ich meine, einfach liebe Frauen, überlegt euch doch vielleicht, wo ihr selber gerne herwählt. Und dort muss der Mann einfach mit. So. Schenkt es euch quasi selber. In trauter Zweisamkeit. Aber das ist ja das Entscheidende. Ja, das ist aber ich fände zum Beispiel die Urten im Zoo ist ähnlich, aber die fände ich noch geil. Ja. Das würde ich mir wirklich mal wünschen, dort eine Nacht zu verbringen. Ein bisschen den Elefanten zu lauschen. Und den Löwen. Ist das safe? Weiß ich gar nicht, aber ich nehme es jetzt mal an. Oder ist noch mit ein bisschen gefährlich? Weißt du, lassen sie noch mit den Leuen los? Nein, schon ungefährlich. Wenn du aufs WC musst, dann gell? Genau. Ja, kannst anhäkeln. Kannst anhäkeln. Mit Löwe, ja. Wie viele? 3. Mit Wolf, jawohl. Schlange, jawohl. Skorpion, ja sicher. Alles in die Jurten rein. Genau, und unten dann AGBs.
Nein, nicht in die Urte. Draussen. Ja, nicht in die Urte. Nein. Draussen. Und dann hure viel Wasser herstellen und viele Sachen zum Trinken. Und dann das WC. Nein, haben wir leider nicht in der Jurte. Wenn sie drin sind. Alle in die Jurten rein. Alles rein. Alles rein. Ja, was willst du noch? Was willst du? Dir auf. Jawohl. Ja. Reindrücken. Sehr schön. Ja. Übrigens neu im Zoo Zürich. Ja. Die, noch nicht gewesen sind. Sondern das steht jetzt nicht auf unserer 11-Punkte-Liste. Aber mal ein Ausflug in Zoo mit dem Mann. Das zweite oder dann alle? Warum nicht das zweite? Nein, Zoo ist immer ein sicherer Wert. Ja. Aber was redet man denn da? mit der Giraffe, Mensch. Mit der Frau. Aha, weiß ich nicht. Nein, alles gut. Gut reden, weil du bist am Spazieren. Mhm. Ja. Ja, also ich wünsche allen, dass noch Inhalte haben, die sie können oder wollen besprechen. Lass uns auf den nächsten Wunsch sprechen. Das Nummer 8. Jawohl. Was ich immer lese, finde, ist, wenn man halt etwas quasi wirklich unerwartet. Ich würde mir zum Beispiel eine Gesangsstunde. Okay. Also eine erste Gesangsunterrichtsstunde. Würde ich mir mal wünschen. Weil ich ja immer mal das Wunder nehme, was so eine Gesangslehrerin oder ein Gesangslehrer, ob der würde sagen, schau jetzt Junior, du magst Qualität heute im Leben, aber singen gehört nicht dazu. Mhm. Oder ob er würde sagen, ja, yeah, also wenn wir jetzt so 10 Jahre trainieren zusammen, dann wird es was. Das würde mich wirklich mal Wunder nehmen. Okay. Und das ist eben so etwas, wo der wie selber irgendwie nicht. Willst du die Kamera noch richten, oder? Ich denke schon. Ich die Kamera haben. Ja. So. Ja, sehr schön. Eine Gesangsstunde, ja. Da bist du aber knapp vor der Tanzstunde. Bin nicht sicher, ob du das überlebst. Aber ja, würdest du das wirklich wärmstens empfehlen? Ja, nein, aber es muss ja schon ein bisschen... Also, aha, passen. Ja, du weißt ja, dein Mann ist jetzt einer der, der gerne singt, oder dein Mann ist einer der gerne tanzt, oder dein Mann ist einer der gerne mal... Fußballspiel geht. Spinning machen, oder... Ja. Ja. Nein, Fußballgeschenke immer weg. Mhm. Mhm. Ja, nicht schlecht. Dann, schau, das nächste ist wirklich, was mir gerade wirklich total spontan in den Sinn kommt. Ja. Etwas Grosses mit Lego. Also so mit den ersten geborenen Steinen. Nichts. So, dann geht man auf lego.com, dann gibt man ein Tür. Mit dann kommen die Grossen. Nicht? Voll. Genau. Und da gibt es gerade eben recht geiles Zeug, muss ich sagen. Und zwar, ich finde alle grossen Star Wars-Figuren, die so wie voll. Statuen sind, eigentlich so, die sind alle sehr geil. Dann nachher, also wirklich vom R2-D2 bis zum Yoda oder Yoda Baby und so. Dann jetzt ist gerade rausgekommen der Ghostbusters-Karre. Mit der Schläuche oben drauf und so. Ja. Tiri. Die, oder? Das kann was? Das habe ich gesehen. Ich habe eben auch gerade im Katalog geschaut. Und Hogwarts habe ich gesehen. Ja, Hogwarts. Aber die sind irgendwie, die sind vorhin, also die sind irgendwie geil, aber die sind auch irgendwie auch langweilig. Aber die sind vor allem von hinten geiler. Die haben hinten aber alles riesig. Offen. Riesig, ja. Aber die sind hinten offen und von hinten sind alle Räume bespielbar. Ja. Kostet aber irgendwie 8 Leppen. Ja, schön. Und was aber auch noch geil ist neben dem Ghostbusters-Auto, ist das Kolosseum. Also für die, die eher ein bisschen architektonisch etwas wollen. Und der ganze Nintendo Super Mario Schüssel. Da kannst du den Nintendo nachbauen. Ja, das noch. Aber den Nintendo kannst du ja auch haben. Also den Nintendo nachbauen. Oder eben dann die ganze Super Mario Linie. Also da gibt es schon ein paar geile Sachen. Und einfach gross, liebe Frauen, gross. Ja, natürlich auch die ganzen Raumschiffe von Raumschiff Enterprise und all das Zeugs. Habe ich jetzt extra nicht. Die sind gross und teuer und ich meine, wie öd ist es, denn der Falcon-Schüssel da für 1000 Stutz fast, alles grau. Hurenless. Ich weiss gar nicht, kann man denn dort nicht noch so ein bisschen Eigenfantasie reinbringen? Ja, ungern. Ungern. Ja, das geht dann nicht. So einen Stein anmalen oder mal ein rosarotes Raumschiff oder so. Wahnsinnig. Ja gut, ja, könnte man mal anfangen, so ein Unicorn Falcon. Wäre noch geil, oder? Aber du müsstest... Ein Eihörnchenlinie machen wir.
Lego-Eihörnchenli. Hast du eigentlich über deine Ambassadorengeschichte im Lego, da hast du Kontakt zu Lego direkt ins Herz, quasi in der Entwicklung? Nein, weil das ist ja, egal. Genau, nein, habe ich nicht. Nein, wäre jetzt zu weit gehen. Gut, also ja, wir sind bei der Lego-Sache, aber es wäre wirklich ein geiles Projekt. Ich habe ja den Falcon habe ich ja in Mini nachgebaut, nachher, also nur vom Abschauen. Jemand hat ihn auch klein gebaut auf Pinterest und dann habe ich den Falcon nachher auch mega klein gebaut. So geil, was da für Teile. Ich habe nicht ganz alle Teile in den Farben gehabt, aber das war auch recht lustig gewesen. Einfach nur nach Schauen versuchen, den nachzubauen, ohne Anleitung. Und das ist viel lustiger. Ja, ist auch lustig. Aber beim Grossen fände ich wirklich geil, man nimmt quasi wie gewisse, also wie so eine Schicht, oder? Wo man dann baut. Und dann bestellst du einfach die in gewissen Farben an, auf brickowl.com oder so. Und dann machst du wirklich im Falcon. Ja, die richtigen, 1:1, eigentlich die es braucht, aber in anderen Farben. Sodass du nachher dann zu einem Regenbogen-Falcon kommst. Das ist ein grosses Projekt, Scheiße. Ja gut, ich habe also jetzt gerade das Budget nicht, aber wie du zahlst dann ein Mill. Genau, und dann nochmal ein Mill für all die anderen Steine. Für das, dass dann der Schüssel umeinander steht. Das habe ich eben beim Puzzle nie verstanden. Ja, ich auch nicht. Es sind 1.295.000 Puzzleteile, Puzzle. Und nachher bist du da irgendwie 3 Wochen dran und dann? Was machst du denn? Dann tust du sie in einen Rahmen. Ja. Also die Profis tun es dann in einen Rahmen und hängen es auf. Schön. Wann hast du das letzte Mal so einen gesehen, so in deinem Umfeld? So ein 3x3 Meter. Nein, ja, tatsächlich. Und zwar bei unseren lieben jetzigen Leuten, die in dem Haus jetzt noch wohnen in Solothurn. Deren ihr Sohn macht das sehr gerne. Ja, und da hängen wirklich grosse zu Ehren von seiner Leistung quasi. Aufgehängt. Was habe ich gerade für ein Bild im Kopf? So die, magst du dich erinnern, wir haben doch in der Oberstufe amigs, haben wir so Plakate können bestellen. Da ist plötzlich amigs irgendjemand gekommen und gesagt, ja, kannst du wieder so Plakate bestellen und so mega kitschig. Entweder irgendwie so 2 Delfine übereinander oder 2 Rüssli mit den Bären der Mähnen und so. Und so Puzzle gibt es doch auch, oder? Ja. Wirklich mit einem kitschigen. Das einzige geile Puzzle, das ich je gehabt habe, sind 2 FMX-Jungs gewesen, die in der Luft gewesen sind. Weißt du, Motorgrössler. Motorgrössler. Luft und hinten dran das ganze Publikum in einem Stadion. Und Publikum in klein ist huere schwierig. Ist schwierig, weil du kannst es nicht, findest keinen Anknüpfungspunkt, wo du jetzt irgendwie ansetzen solltest. Schwierig gewesen. Aber geschafft, oder was? Aufgegeben? Nein, geschafft. Mehrmals geschafft. Ui, mehrmals sogar. Aha. Ja, so im Lego bin ich eben auch immer so gewesen. Ich bin nicht, ist mega lustig, weil Olivia zum Beispiel ist auch die, wo sie baut nach Anleitung. Das macht sie mega gern, hure schnell, hure effizient. Ja, ist sie wirklich fix und findet sie auch mega cool. Und nachher ist es aber, dann ist sie so. Und dann nimmt sie es schon wieder mal auseinander und baut es dann aber genau so wieder auf. Und ich bin anders gewesen. Ich habe immer eigentlich mehr zusammengewürfelt. Aber man muss auch sagen, zu unserer Zeit hat es auch noch nicht so viel. Noch nicht so viele Anleitungen gegeben. Noch nicht so viele Anleitungen gegeben. Schon mal, ich hatte irgendwie die Feuerwehrstation und die Polizeistation und das Schiff und so. Yeah. Aber ich habe schon recht viel aus der Fantasie bauen. Ja. Yeah. Weiß ich noch. Ja, das ist jetzt gerade jetzt eben ein bisschen verloren. Lass uns zum nächsten Wunsch kommen. Sehr schön. Ja, ich. Spontan. Spontan. Ganz spontan. Nein, was ich ja mega gerne habe und zeitlang so ein bisschen gesammelt habe, sind 2 Sachen. Sind entweder der Käppli oder Sonnenbrille. Sonnenbrille finde ich auch etwas sehr Geiles. Und was ich aber auch mache, und dort bin ich wieder, ich bin eben wirklich so ein Schmürzeli-Mensch. Ich leiste mir nichts, was teuer ist. Das schaffe ich fast nicht. Ja. Und darum lasse ich mir gerne so Sachen dann mal schenken, die irgendeinen Brand drauf haben. Louis Vuitton Mutz, vielleicht jetzt nicht gerade, nein, aber irgendwie, das muss schon cool sein. Ah. Logischerweise, oder? Ja. Zum Beispiel Nikin. Ja, es ist eben, das ist im Fall wirklich auch so, ich bringe es fast nicht übers Herz, mir irgendwie ein 50-Franken-Chapli zu kaufen.
ich mir selber. Ich lasse mir es gerne schenken, aber ich mir selber kaufe mir das eigentlich gar nie. Wobei Hütli bei mir auch schwierig ist, weil komische Kopfform. Aber Sonnenbrille zum Beispiel geht viel besser. Und ich kaufe dort dann eben wirklich auch wieder die Landi 3,50 Franken Brille, weil ich finde, das lange schon. Ja. Und dann hätten die auch wieder. Aber wenn ich dann mal eine geschenkt bekomme, wo, ja, wo irgendwie halt ein Brand ist oder so, dann habe ich schon mega Freude. Ja. Das wäre bei mir teuer, weil ich müsste sie ja immer korrigieren lassen. Also ich sammle auch noch gerne ein bisschen Brille. Du hast keine Linse? Nein. Das ist nicht? Nein. Ich führe nichts gerne ein. Aha, aber das ist ja nicht ein, das ist auf. Du musst nur aufführen. Aha, du bist so ins Auge. Ja, nein, das habe ich irgendwie nicht. Ich habe jetzt sogar total, weil jetzt bin ich ja nicht mehr viel draussen. Und jetzt quasi habe ich sogar Brille, ja. Fast nie mehr. Aber das ist der Hass nicht. Das ist noch geil. Heute habe ich Brille so anlegen. Ah, das mag ich. Also das habe ich recht lang so als Gestaltungselement recht okay gefunden. Aber jetzt habe ich sie wirklich auch nicht an und ich finde es recht lustig, dass ich nicht so viel sehe. Oh nein, das geht gar nicht. Ich finde Brille als Gestaltungselement auch recht geil. Mhm. Habe ich auch verschiedene. Aber was mich angehackt, ist dann, dass ich irgendwie, wenn ich rauskomme und die Sonne scheint und dann muss ich irgendwie eine korrigierte Sonnenbrille dabei ja, haben, die ich eh nie dabei habe. Ah. Darum wirklich gibt es nur Linsen. Mhm. Okay. Ja gut. Dann würden wir zum nächsten kommen. Genau. Ja, weil es ist ja schon wieder, es dominiert ja schon wieder so. Wir müssen auch nicht im Fall alles zu Boden diskutieren. Irgendein Gadget. Und zwar so aus der Abteilung Hausautomation. Das weißt du, etwas mit Licht, wo man so kann über die Weihnachtstage dann so einrichten. So mit LED. Gell? Und nachher irgendwie, ach, geht's echt? Und mit dem Handy und man muss connecten und so. Hast du gekauft, gell? Die Christbaum-Lämpchen, die kannst du mit dem Handy steuern. Nein, das ist bei mir immer noch Feuer. Nein, nicht so. Oh. Nein, aber einfach so Gadget-Zeug, wo man irgendwie ein bisschen muss, ein bisschen Zeug connecten, ein bisschen zusammenstecken, ein bisschen App, ein bisschen Automation, ich komme heim und es wird dann so die Verlieblingsfarbe und einfach so Zeug. Das ist alles recht cool. Und was halt immer geht, ist schon auch immer noch Spielkonsolen, falls man die nicht schon eh schon den Kind muss kaufen. Das wäre so die PS5 für die Männer. Obwohl ich ehrlich muss sagen, dass ich eigentlich Switch geiler finde als PS5. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich bin wirklich kein Gamer. Ja. Aber ich kann es nachvollziehen. Aber meine Frage wäre mehr, so Technik-Gadgets sind noch schwierig zum Schenken für jemanden, der dann nicht technikaffin ist, weil dann kommst du immer das Falsche über. Nicht. Naja, jetzt funktioniert das bei dir? Ja, das weiss ich jetzt. Ja, die Niki ist ja noch recht technologisch. Also von dem her habe ich da gerade, muss ich nicht so viel erklären und dann weiss ich es auch. Ja, das stimmt. Aber ja, natürlich, die eher schöne Nägel haben, für die ist schwierig. Okay. Klischee. Es gibt sicher auch schöne Nägel und... Und Technologie? Und Technologie. Aber die können die Apps gar nicht bedienen. Mit den Nägeln. Ja, wir können es nicht, aber sie können es. Sie können es. Es gibt doch auch sicher jetzt schon Dingnägel, weißt du, so mit Touch. Das wäre geil. Das wäre geil. Oh, leck, das ist eine Innovation, das ist ein Businessmodell. Wenn wir jetzt in China gerade sagen, dann tun die mal den Markt fluten. Oder gibt es eigentlich LED-Nägel, wo du kannst steuern mit dem Handy? Leck, das wäre geil. Ja, das ist super. Das wäre geil. Dann musst du ja nur einmal aufsetzen und dann kannst du morgen sagen, heute ist in Red und am Nachmittag ist in Pink. Und aha. Vielleicht einmal ein bisschen blinky-blinky. Oder kannst du vielleicht sogar irgendein Bild drauf projizieren. Hey, leck. Liebe Leute draußen, wenn irgendeiner von jemals LED-Schälnägel macht, ich wäre richtig hässig im Fall. Und geil wäre, weißt du, eben mit den Projektionen, du hättest dann so ein Gestelltli, wo oben so ein Projektor ist und immer er erkennt Nägel und dann beamt er auf die quasi ganze Film. Oder es löscht wie aus, weißt du, er erkennt die Umgebung irgendwie und projiziert das auf Nägel und dadurch siehst du nachher deine Nägel nicht mehr, wie Greenscreen direkt auf den Nägel. Sehr geil. Ja, das ist Innovationsrunde vom Feinsten. Was hast du denn noch? Rührst du noch unter den Baum? Ich finde halt, etwas, was immer wieder kommt, wäre noch cool. Weil ich wünsche mir ja schon lange so ein Männerräumchen wieder.
Ein Männerräumli? Also eine Männerwohnung oder ein Männerräumli. Nur Männer drin sind. Wo wir ein Schlagzeug drin haben, wo ein Kühlschrank drin ist, ein Sofa, ein Versifts. Und wo wir ein paar schöne Lautsprecher drin haben, dass man wirklich wieder mal richtig satt Sound kann hören kann. Irgendwie so. Aha. Und wenn dann eben wenn das Räumli da, also ich wünsche mir nicht das Räumli dann als Weihnachtsgeschenk, aber ich wünsche mir nachher, ist quasi wie die Plattform da. Also dann braucht es ja immer etwas dort. Etwas geil. Es braucht vielleicht einmal einen neuen Gitarrenständer oder es braucht einmal irgendeine Okkasion, Akkordeon oder irgendwie. Oder wieder ein Red Bull-Kühlschrank oder irgendwie so, oder? Ja, oder am Schluss braucht es auch immer wieder mal ein Tentpack oder eine Kiste Wein, die man nicht reinstellt. Also, und dann hast du dann wie so den Ort. Ja, verrückt. Also, ja, das ist ganz schlau. Ganz schlau. Eigentlich ein Ökosystem schenken. Mhm. Und ab dann ist der Mist gerettet auf die nächsten 20 Jahre. Oh. Ja, Ökosystem ist eben, weißt du, Ecosystem. Das ist eben überall jetzt. Überall. In den Geschenken sogar. Jonglierbell. Irgendetwas so. Was man halt so macht. Coaster. Genau, das Delfin-Poster von früher. Delfin-Poster von früher. Oder auch Eierschalen. Wie heisst es? Eier. Ja, genau, zum Karton. Genau, zum Schalldämpfer. Ja, liebe Frauen, ein Bandroom schenkt ihr. Vielleicht müsst ihr euch da vielleicht ein bisschen zusammentun, es könnte teuer werden, aber der Mist ist gar nicht für die nächsten 20 Jahre. Und eure Me-Time auch. Ja, ist ein bisschen assi, aber ja, gut, okay. Für die Wohlhabenderen. Dann für die Musiker, das ist gerade eine schöne Überleitung eigentlich so ein bisschen, oder? Für die Musiker, was wirklich sensationell ist das Rolly Seaboard. Und zwar hat mir das eben Niki auch geschenkt und das ist wirklich grandios. Das ist nämlich das Silikon Piano. Wo man eben nicht nur kann so richtig Piano spielen, sondern das hat noch, du kannst sliden, auf und ab sliden, du kannst Druck machen, du kannst Vibrato machen, du kannst irgendwie so Staccato machen und so. Also es ist wirklich ein krasses Spiel, Spielerlebnis. Und für das kannst du aber ausrollen, das ist das, oder was? Nein, ist nicht das. Nein, es ist fix, aber es hat eine Silikontastatur und deswegen quasi kannst du eben kannst du mehr machen mit Taktil. Und das ist echt einfach eine krasse Dimension für all die, die sonst normal Klavier spielen, dass da nochmal, ja, einfach eben andere Sachen mit Touch kannst machen, die wirklich sensationell geil sind. Also Rolly, R-O-L-I, Seaboard, S-E-A, Board. Ist das. Krass. Ja, und ist auch so ein Zusammensteckteil. Also du kannst ein kleines Piano haben, kannst aber nebendran noch irgendwie dann das Modul für Drums und noch das Aufnahmemodul dranhängen mit so Kontaktchen. Und es hat auch Software dazu. Also es ist aber auch ein recht geiles Ökosystem. Also auch da... Das ist geil. Das ist auch so eins von diesen Geschenken, wo du im Schätzli kannst sagen, wenn sie kommt und sagt, du, was wünschst du dir, dann sagst du, also los, huck mal an, ich erkläre das jetzt. Aber es geht etwa eine Viertelstunde. Schreib mir mal etwas zu schreiben mit. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja, aber bringt mich im Fall auch musikalisch Gott zum nächsten Geschenk. Und zwar, ich würde gerne wieder mal in die Tonhalle zum Beispiel. Oh. Gerne wieder mal ein schönes klassisches Konzert hören. Vielleicht ein Ludovico Einaudi, irgendwie so etwas, was ich noch schön finde. Mhm. Oder auch sonst irgendein Klassiker. Was ich geil finde, ist immer gross. Grosse Orchester. Oder? Ja. Also so richtig, haben wir schon mal gehabt. Nein, das mit gross nicht, aber das mit Phil war es. Ja, genau. Also vom Flomi kommst du mit Phil heim und ins Tonhalle kommst du mit gross heim. Also gehst du mit gross. Nein, aber auch mit Phil. Eigentlich sind ja viele Musiker. Ja, siehst du. Einfach viel Musiker. Und viel vom Gleichen, das heisst, alle gleich angelegt, findest du eben auch geil, oder? Nein, das ist mir wie gleich. Ja, du hast gesagt, viel, immer die gleichen die gleiche Gläser vom Flomi, weißt du, das hast du ja gesagt. Nein, auch nicht. Einfach viel. Ah, viel. Man kann nicht mit dem gleich sein. Muss nicht gleich sein. Das müssen wir natürlich da richtig stellen. Ja. Nur viel. Korrigenda. Mhm. Ja. Nein, und apropos aber anlegen, ich bin ja im Zivilschutz gewesen mit einem... wo auch eine Tonhalle spielt, ja. Profimusiker. Und das war ein ganz glatter Sieg. Also dem hättest du jetzt nicht gerade, wenn du hättest müssen raten, das ist amigs, was ist das Biolek gewesen, wo du hättest müssen raten, wer welchen Beruf hat. Ja, welche Schweindel hätten sie gern?
genau. Nein, nicht Biolink. So wie hat die geheißen? Ja, egal. Ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall hättest du jetzt dem nicht gerade den Berufsmusiker gegeben. Ja. Nein, ich würde wirklich wieder mal gern, und zwar grosse, grosses Orchester. Mhm. Ja, das Kammerorchester auch schön, aber es ist mir dann ein bisschen zu klein. Mhm. Jetzt hätte ich gerne wieder mal viel. Viel. Viel, und das gibt dann so einen Resonanz, so eine grosse. Schön. Mhm. Schön. Ja. Alright. Ja, dann würden wir, oder, ins Finale gehen. Ich habe noch ein halbes, oder? Wir haben müssen irgendwie, also 11, da geht er nicht auf. Also mein Schlussding ist eigentlich so ein halbes Geschenk. Genau, und damit es nichts halbes gibt, damit es nichts halbes gibt, oder? Ein richtig guter Grappa. Nein. Halbe Flasche Grappa. Nichts. Schwanzrasierer. Lassen wir mal so stehen. Und damit es nicht halbes gibt, oder? So einen. Und da gibt es eben einen guten, habe ich auch im Feed gehabt, weiß nicht warum, aber kann ja sein. Und ich finde ihn nicht mehr. Aber ich habe einen anderen gefunden. Nein, ich finde in der digitalen Welt, für die, die ein bisschen Ahnung haben, immer wieder die geilste Frage ist, ja, was hast du mir angezeigt? Ich weiß keine Ahnung, wieso. Genau. Ich habe nicht einmal gewusst, ganz ehrlich, dass es das gibt. Ah, so ein Original, so praktisch für, mal, kannst du mal googlen, Pubic Hair Trimmer. Ehrlich? Ja, ja. Ist nur für das und nur für Männer. Und jetzt gibt es da quasi einen geilen Brand, der heisst manscaped.com. Manscaped, okay. M-A-N, manscaped.com. Und quasi secure your balls, oder? Sozusagen. Und, gut, das kenne ich, ja. Und das ist eben, und jetzt ist aber trotzdem schnell, jetzt für die rauskommen. Also jetzt habe ich etwas, jetzt habe ich eine Werbung auf Facebook im Feed. Mhm. Drüber scrollt, nicht angeschaut. Also nicht geklickt und nichts, dass ich hole mir keine Zusatzcookies. Wie findest du Shit? Ich meine, kann ich praktisch auf Facebook suchen nach Werbung? Eben nicht. Ja, das stimmt, das ist mir auch schon eben passiert. Eben siehst. Von wegen Nein, aber dann nimmst du einfach dein Device und redest ein bisschen mit dem über. Nein, so nein. Audio, ja, Transkription und so. Ja, mm-mm. Und dann kommt es wieder auf plötzlich. Aha. Ja, anyway, nein, auf jeden Fall, das ist aber ein geiler gewesen, weil die haben eine Technologie herausgefunden, wo die wirklich um 100% nicht schneidest. Das habe ich gut gefunden. Und der auf Manscaped hat dann auch gut ausgesehen, aber ich weiß halt auch nicht. Aber das wäre so das letzte halbe Geschenk. Das hilft noch, wenn man sich nicht schneidet. Ja. Das hilft noch. Aber ich glaube, Flo, du kannst im Fall auch den Adventskalender von Amoran abstellen. Und im 24. lege ich meine ist Hand nicht ins der, ist der Delfin? Das ist nicht der Delfin? Ah, okay. Ja, wenn du Pech hast, ist der Delfin drin. Vielleicht zwei. Wie heisst der nochmal? Sag nochmal schön. Manscaped.com. Der Bruder vom Cocky Razor. Ja, genau. So was habe ich gedacht. Sehr schön. Meine Halbe ist, ich habe ja auch noch ein weiteres Hobby, das ich mir gerne mal zulegen würde, ist, ich würde gerne zeichnen. Mhm. Lernen. Zeichnen oder malen. Und da gibt es ein Buch von der, Betty Edwards, garantiert zeichnen, lernen. Und das habe ich mir gekauft. Wirklich enthusiastisch ist das gekommen, irgendwie, also es ist nicht enthusiastisch gekommen, es ist gekommen und ich bin enthusiastisch geworden, weil ich habe das gelesen, das ist so 4 cm dick und sie sagt ja, wenn du das machst, kann jeder, und zwar wirklich jeder, lernen zeichnen. Ja. Und dann ist aber, machst du eine Stilleitung und irgendwie auf der 7. Seite kommt noch eine ganze Seite von Sachen, die du eben zuerst musst kaufen musst. Bevor du kannst anfangen zu zeichnen. Das ist jetzt nicht, aber du musst wie eine gekackte Papeterie und musst irgendwie den, hey, nichts gegen Papeterie. 1 mm ja. Und irgendwelches Papier und Klebstreifen und Scheisse. Und ich habe es wirklich noch nicht geschafft, das letzte halbe Jahr, das irgendwie gut zu beschaffen. Mhm. Und darum hätte ich das wäre auch noch so ein halbes geiles Geschenk. Ja, kann man einfach praktisch die Einkaufsliste mal oben anfangen. Genau. Und sagen, Schatz, also, schau, bis jetzt kannst du nur... Jetzt kannst du mal nur quasi grundieren. Ich habe mal die weiße Farbe gekauft. Weißt du? Ist auch wieder ein Ecosystem, merkst du. Ja, ja. Aber, also aber so die Stift kommst du erst an Ostern rüber. Ja, voll geil.
Ja. Ich habe mal das Papier gekauft, Schatz. Stift über den Ostern. Okay. Mhm. Ja, schön. Ja, ja. Wenn alles nicht funktioniert und das werden noch. Oh, Reisleine. Retter sind, glaube ich, immer Bücher. Also bei mir zumindest. Bücher, ja. Bücher kann springen. Ja, habe ich heute gerade, übrigens, bin ich recht gespannt, habe ich mir wirklich mal einen Roman gekauft. Und zwar der neue vom Hulebeck. Hulebeck! Serotonin. Heißt er eigentlich Wellbeck? Wahrscheinlich. Wellbeck. Nicht der Hulebeck, sondern der Wellbeck. Genau, Serotonin. Scheinbar lässig, gemäß Buchrücken. Und was ich meiner Frau geschickt habe, ist, falls sie keine Idee hätte jetzt und die Sendung nicht lust, dann hätte ich gerne vom Barack Obama natürlich A Promised Land. Der neue ist ein Riesenschinken. Sein neues Buch. Wo der eben nicht der Kernen, wer hat das Interview gemacht mit dem? Eben heißt nicht Kernen, wie heißt der andere? Der Markus Lanz. Ja. Das grosse Interview hast du gesehen? Nein. Kannst du mal schauen. Das grosse Interview zu dem, mitunter zu dem Buch. Ah. Mit dem Barack. Eine Frage habe ich gesehen. Ja, morgen bin ich auch recht müde. Sehr schön. Ist das ein Zeichen? Ja, somit hätten wir die ganze Sendung eigentlich wieder mit der verdammten Frage von der Christine irgendwie verbracht. Ja, aber spannend. Ah, spannend. Spannend, oder? In dieser Vorweihnachtszeit, wo wir uns nicht so andere Gedanken können machen können, außer wie können wir jetzt noch das Dritte irgendwie in dem Fondue Chinoise Coquelin reinrühren. Ja. Und alles andere man nicht darf. Wie man Servicepublik. Nicht soll, nicht sollte. Du, aber was wahrscheinlich auch eine gute Idee ist, so jetzt für die Familienfeste sind, oder was sicher auch einen grossen Absatz findet, sind jetzt so Plexiglas-Scheiben. Weil morgen habe ich in einem Restaurant reserviert für 6 Leute. Und das ist gegangen? Dann habe ich gesagt, wie geht denn das jetzt? Geht das jetzt überhaupt? Darf ich? Das darf ich kommen? Ja, nein, darfst du kommen. Und ist ein Tisch, aber sie teilen nicht mit Scheiben. 3. Jetzt habe ich mir gedacht, ja gut, also dann machen wir es einfach. Es gibt 2 Scheiben und quasi 3. Nein, eine Scheibe und 3 Leute dürfen am Tisch sitzen. Und dann habe ich mich gefragt, das ist eine gute Idee, und dann machen wir es einfach so, wir machen einen Rundlauf. Hilft. Wenn wir jetzt mal den Platz haben. Er wächst nicht. Nein, habe ich nicht gesagt. Das mache ich dann morgen einfach. Sag ich, du, jetzt ist wieder 5 Minuten um, jetzt tun wir den Platz wechseln. Wobei ich bin sicher, dass all die Restaurants, Leute, die dort arbeiten, die haben, glaube ich, jeden Scherz schon gehört. Gell, die lustigen Anrufe. Nein, ich habe heute ohne Witz angerufen. Nein, gar nicht. Nein, das ist ganz schlecht. Nein, das ist nicht gut. Haben sie einen lustigen Namen? Ja. Weißt du so? Ja. Ja, aber du kannst ja dem erzählen. Also das eine, was mich wundern, vielleicht einer von der nächsten Sendungen, ist eine kleine Rezension zu dem schönen Roman, den du liest. Ja. Serotonin. Oder? Serotonin. Mhm. Ich habe mir den neuen Roman gewünscht von Pedro Lenz. Ah, ja, den habe ich gesehen heute. Wie heißt er? Primitivo. Echt. Ja, genau, sehr schön. Genau. Ja. Würden wir dann sonst auch noch in die Linkliste nehmen. Und dann geht es, glaube ich, so ein bisschen um seine. Er hat den Maurer gelernt, glaube ich. Ja. Und dann geht es ein darum, also ein bisschen, was er erlebt hat. Also die Geschichte ist von einem Maurer. Mhm. Aber glaube ich, recht nahe. Mit den Leuten. Von dem, was er selber erlebt hat, und von der, und ich finde das so, ich habe ja das geliebt. Ich bin ja auch halbzeitig auf dem Bau gross geworden. Und ich habe das wirklich, ich habe das geliebt. Ich habe die Sprache geliebt. Ich habe irgendwie das Sein auf diesen Baustellen, habe ich recht geil gefunden. Habe ich lieber gemacht, als in der Werkstatt irgendwas knüsterle. Ja, ich bin gerne draußen und habe all die lustigen Sprachen, Deutsch-Adaptionen, habe ich geliebt. Und irgendwie auch die Sprache zwischen dem Maurer und dem Sanitär und der, der reingekapert hat und der, der irgendwas reingerufen hat. Und dann irgendwie das Zusammen ins 9, auf die 9 und so. Also, das war irgendwie schon noch geil gewesen. Ja, nice. Ja, darum, ich freue mich auf den Roman. Wenn ich ihn dann überkomme, sonst muss man ihn selber geben. Da hoffst du jetzt noch, ja.
Ja, da fällt mir aber gerade noch ein, da könnte man noch einen Steingarten rühren, nämlich vom Dominik Duck Brüllisauer. Der hat nämlich auch einen neuen Roman geschrieben. Tod nach Anzeige. Hm, klingt verheißungsvoll. Ja, gell. Und das ist eine geile Geschichte, weil nämlich eine liest ihre Todesanzeige, also die kommt irgendwie auf St. Moritz oder sowas. Also er ist ja von Pontresina. Nein, Pontresina. So, der Sohn von der Eltern vom Campingplatz, weißt du, Campingplatz-Chef. Oder halt Pächter zwischendurch mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Dominik Duck-Brüsauer. Und genau. Und der hat einen neuen Roman geschrieben eben. Und dann Tod nach Anzeige. Und jetzt kommt da irgendeine eben auf St. Moritz und liest in der Zeitung, nachdem sie dort frisch quasi hergezügelt ist, dass also ihre Todesanzeige. Und dann geht es natürlich los. Und sie stirbt dann auch? Hey, das weiss man nicht. Aha. Da können wir auch nicht zu viel Spoiler, weil wir wären dann wie... Come on. So ein bisschen schade. Und ich habe ihn auch noch nicht gelesen. Also ich habe jetzt einfach... Er hat ihn erst gerade gelauncht. Insofern können wir auch nicht spoilern. Nicht. Gut. Gut. Nein, aber eben darum, ich glaube, Solothurn, wobei ich habe letztes Mal ein bisschen falsch gesagt. Solothurn ist nicht jetzt unbedingt die grosse Hochburg der Schriftsteller, sondern es ist eher Olten. Ah. Korrigenda. Ich glaube es. Okay. Ja. Mhm. Das war's, oder? Weil die Stunde ist um. Wir sind schon wieder total drüber. Eine Stunde 10 sogar. Ja. Wenn wir die Einstiegsschwierigkeiten abziehen, sind wir genau bei einer Stunde. Was, 10 Minuten haben wir gebraucht? Nie. Mindestens. Ah, okay. Die habe ich gar nicht drauf. Hast du gar nicht aufgenommen? Nein. Gut. Ist jetzt egal. Aber ja, schön. Also wir haben quasi unsere 11 Geschenke plus noch jetzt den Bücherbonus quasi, oder? Hast du zählt? Ich habe meinen Rucksack noch vergessen. Hast du noch zählt? Ich habe meinen Rucksack, den wünsche ich mir doch. Ich wünsche mir den Scheiß Rucksack. Ja, schon wieder der Rucksack. Ja, habe ich immer noch nicht gefunden. Ja, eben, ja. Aber jetzt kannst du nicht einfach deiner Frau outsourcen, wenn du so unzufrieden bist mit dem Rucksack. Das finde ich auch nicht fair. Genau, das hat sie auch gesagt. Eben, gell? Sie hat mal, wie soll ich dir einen scheiß Rucksack schenken, den du nicht findest? Ja, genau. Ja, fair enough, stimmt. Ja, aber wenn er von ihr ist, vielleicht hast du sie ja, also ist es vielleicht ja gut, weißt du? Dann hätte er ihn eh gern. Okay. Ja. Ja, dann wünsche ich ihr viel Glück. Ja, aber ich finde auch, weißt du, aber ab einem gewissen Alter, das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der noch schwierig ist, oder? Muss es immer dann die Überraschung sein? Ja, sagen viele, die schenken, die gerne schenken und so. Naja. Es kann aber auch etwas sein, wo man tatsächlich will, wo man dann auch das Richtige überkommt. Ja. Ich habe mal, wirklich, da muss ich noch ganz am Schluss, muss ich wirklich denen erzählen, ich habe gesagt, ich habe nie oder selten etwas bekommen, was ich nicht wollte. Logen, aber meine Mami. Ja, meine Mami hat mir einmal eine Jacke geschenkt, weil ich ja so ein grosser Amerika-Fan war. Ja. Quasi in meiner Jugend, aber ausgelöst durch den Sport Basketball. Jawohl. Basketball. NBA, und das sind die grossen Helden für uns, darum auch Amerika-Fan. Dazumal. Und sie hat das dann irgendwie so interpretiert, dass sie mir so einen Fassi geschenkt hat in Form von einer Amerika-Flagge. Mhm. Und zwar nicht irgendwie, weißt du, so ein Emblem vor ein klein, sondern die ganze Jacke. Stripes and Stars and Stripes. Ja, wahrscheinlich heute könntest du das eben wieder anlegen und es wäre noch recht geil. Aber dazumal, ja, schwierig gewesen. Mm. Und sie hat es aber so gut gemeint und so herzig eigentlich. Sehr schön. Ja. Da kommen wir gar nicht in den Sinn, Basketball, da habe ich auch so ein Video gesehen, weißt du, auf diesen sozialen Medien. Und zwar von einem marokkanischen Basketballspieler, der wirklich einfach krass, also Tricks drauf hat, abartig. Der wirft... Ja, wirklich, nein, den müssen wir unbedingt, müssen wir den mal suchen, schnell. Oder marokkanischer Basketballspieler findet man wahrscheinlich auf Google. Aber spielt wahrscheinlich nicht in der Profiliga, sondern ist irgendwie... Nein, nicht, einfach ein Boy. Hey, und wirklich unfassbar, weil erstens dribbeln irgendwie, also da kommst du nie an Böllen. Und zweitens... Der schaut so auf die Seite und der Korb ist rechts von ihm. Und dann nachher dreht er sich und tut so, wie wenn er auf das Spiel, also auf das Spiel, aus dem Spielfeld rausrühren. Aber im letzten Moment haut er irgendwie am Böllen und der hat das so drauf, dass er nachher einfach wirklich reingeht. Einfach schnell mal 90 Grad rum. Und der Ding meint natürlich, wo rührt denn der her? Ja, ist leider dein Kollege. Hey, nein.
abartig, aber x-mal wirklich super geil. Das ist unfassbar. Sehr schön. Würde ich sagen, passend dazu könnten wir jetzt noch ins Ende spielen. Ja, und noch ein bisschen zu reflektieren. Das war eine wunderbare Abschlussgeschichte. Ja, was für ein Talent hast denn du? Ja. Und was wünschst du dir? Auf Weihnachten. Und ein guter Trick ist im Fall, wenn man immer so nebenbei, so, weißt, so beiläufig, so sagt, das finde ich auch noch cool. Das sind so die Hinweise, liebe Frauen. Da müsst ihr gut herhören. Da ist wirklich ein Schatz von Informationen drin, was ihr könnt schenken. Und für die Modernen unter euch, ihr könnt es auch direkt in die Bring-App hineinschreiben. In die Bring-App? Ja. Was ist das? Du kennst Bring nicht. Nein. Tun wir die eine von der nächsten Sendung miteinander aufarbeiten. Okay. Sollen wir schon Ciao sagen? Jetzt schon. Du hast so Sitzfleisch. Das ist grauenhaft. Ich habe ja wieder nach 20 Minuten, wäre ich ja schon wieder parat zum um Ciao zusammen, oder? Aber nein. Momentan, nein, du bist wirklich gerne. Ich sehe gerade, mein Fläschchen ist leer. Oh ja. Dann auch im Namen von der Brauerei Locher AG. Ciao zusammen.